Ein Marathonläufer war zu erschöpft, um das Rennen zu beenden. Und da holte ihn sein Bruder ein und half ihm, die Ziellinie zu überqueren. Während eines Tennisspiels vertrat sich einer der Spieler und verletzte sich am Knöchel. Sein Gegner überlegte nicht lange, bevor er ihm zur Hilfe eilte. Sein Gegner zeigte wirklich großen Sportsgeist. Ein Fan versuchte, auf das Spielfeld zu laufen, um den Fußballspieler Messi für ein Foto zu sehen, aber der Sicherheitsmann musste den Jungen aufhalten. Man konnte sogar sehen, wie das Kind anfing zu weinen, während es weggebracht wurde. Aber Messi beschloss, dass das Kind bleiben darf und doch noch ein Foto mit ihm zu machen. En lágrimas estalló y no le preguntan a Messi si quiere sacarse la foto, si quiere firmar el autógrafo. Ahí está el nene. Ein sehr emotionaler Moment in der Sportgeschichte war, als dem Läufer Derek Redmond mitten im Rennen die Kniesehne riss und sein Vater, der zuschaute, auf die Bahn sprang, um ihm zu helfen, das Rennen zu beenden. All das, während die Sicherheitskräfte versuchten, ihn aufzuhalten. Ein unglaublicher Moment des Respekts im Sport wurde gezeigt, als NBA-Spieler Kobe Bryant Stephen Curry etwas Respekt zollte, nachdem er einen Dreier geschossen hatte, obwohl sie in rivalisierenden Teams spielten. Ein Moment des Respekts während eines Frauenfußballspiels ereignete sich, als Mitglieder der gegnerischen Mannschaft halfen, eine Fußballspielerin zu decken, weil ihr Kopftuch mitten im Spiel abgerutscht ist. Der Sieger eines Ringkampfes half dem anderen Ringer aufzustehen, nachdem er wegen der wenigen Energie, die er noch hatte, nicht mehr aufstehen konnte. In MMA kommt es häufig vor, dass der Gegner nach einem Hammerfaustschlag zu Boden geht. Manchmal kämpfen die Kämpfer auch weiter, nachdem der Kämpfer schon K.O. ist. Aber dieser Kämpfer wusste, dass er zu viel Schaden angerichtet hatte und zögerte sehr, den Gegner zu Boden zu schlagen. Er ging sogar hinaus, um ihm danach zu helfen. In einem erstaunlichen Moment höchster Sportlichkeit wollte ein Tennisspieler, der ein Match verloren hatte, dem Sieger trotz des Höhenunterschieds gratulieren. Als ein junger Fan von seinem Idol einen Hockeyschläger erhielt, konnte er nicht aufhören, vor Freude zu weinen. Well, he had a sign. I'd like to know what it said on the sign, because the sign was a real... The tears! That makes me want to cry. Obviously, you can tell this kid that just means so much to him, that moment. A huge one for him, one he will never forget. In einem sehr herzerwärmenden Moment beschloss ein NBA-Spieler, einen Fan zu feiern, nachdem er ihm ein Trikot überreichte und ihn in der Mannschaft willkommen hieß. Nach einem Basketballspiel signierte der Spieler Stephen Curry seine abgetragenen Schuhe und überreichte sie einem Fan im Publikum. Okay.
now that Seth knows he's not going to be on Jack to the Pool, he doesn't have to worry about any trips over his own feet. It won't matter, but the fact. Ein Basketballspieler beschließt, den Wurf abzubrechen und stattdessen seinem Gegner zu helfen, um einen bösen Sturz zu vermeiden. Das Erste, was dieser Ringer nach dem Gewinnen des Spiels tat, war, seinem Gegner von der Matte zu helfen, weil er nach diesem Spiel verletzt zurückblieb. Das zeigt einfach großartigen Sportgeist. Nach dem Ende eines Hockeyspiels gab einer der Spieler einem jungen Fan einen Hockeyschläger, den er im Spiel benutzte. Die Reaktion des Jungen war einfach unbezahlbar. Ein sehr schöner Moment des Respekts zwischen Sportlern aus verschiedenen Sportarten zeigte sich, als sich der Fußballer Neymar und der NBA-Spieler Stephen Curry zum ersten Mal trafen und sogar ihre Trikots tauschten. In einem Interview nach dem Spiel kam ein Fan auf einen sehr bekannten deutschen Fußballspieler zugerannt. Die Sicherheitsleute trugen den Fan natürlich weg, aber in einer sehr herzerwärmenden Wendung der Ereignisse beschließt Christian Pulisic, dem Fan hinterherzulaufen und ein Foto mit ihm zu machen. Während eines Spiels stößt LeBron James versehentlich eine Frau, während er rückwärts läuft. Ohne zu zögern hilft er ihr auf und umarmt sie sogar. Während eines 400-Meter-Laufs der Frauen stürzte eine der Läuferinnen und riss eine weitere mit zu Boden. In einem Moment des Respekts halfen beide der anderen wieder aufzustehen. Während eines Tennisspiels lud der Spieler Dimitrov ein Kind aus dem Publikum ein, gegen einen der bekanntesten Tennisspieler der Welt, Roger Federer, zu spielen. Während eines Frauenvolleyballspiels traf der Volleyball eine Spielerin direkt ins Gesicht. Und es war sehr schön mit anzusehen, dass ihre Mannschaftskameraden und ihr Trainer sofort nachsahen, ob es ihr gut geht. Okay.